Die deutsche Pharmafirma BioNTech ist vor allem wegen ihres mRNA-Impfstoffs gegen Corona bekannt. Der Schwerpunkt liegt aber eigentlich in der Krebsforschung. Und jetzt könnte ein großer Schritt beim Kampf gegen den Krebs erreicht sein. Das Mainzer Unternehmen hat nämlich eine vielversprechende Studie vorgestellt. Erste Ergebnisse daraus zum Krebsimpfstoff CARVac zeigen, dass das Wachstum von Tumoren bei einem Großteil der Probanden gestoppt werden konnte. Zum Teil wurden die Tumore sogar verkleinert. Die neue Behandlung zeigt bei Menschen deutliche Erfolge gegen sogenannte feste oder solide Tumore, die besonders schwer zu behandeln sind. BioNTech kombiniert eine Zelltherapie mit einem Impfstoff. Dabei geht es um T-Zellen aus dem Blut, die den Krebs bekämpfen sollen. Diese Zellen können sehr gut an Krebszellen andocken und ihren Kampf beginnen. Nur hielten sie bisher nicht lange genug und starben oft schon vorher ab. Durch den Impfstoff halten diese T-Zellen jetzt länger und er macht außerdem die Krebszellen leichter für sie erkennbar. In Studien an Mäusen erwies sich das als wirkungsvoll. Jetzt zeigt auch eine erste Studie an Menschen erstaunliche Erfolge. Das heißt, bei fast allen Teilnehmern, 95%, wuchs der Tumor nach der Impfung nicht weiter. Bei einer Mehrheit von fast 60% bildete er sich sogar beträchtlich zurück. Rund die Hälfte der Patienten zeigte auch Nebenwirkungen. Größtenteils Fieber oder niedrigen Blutdruck. In einem Fall waren die Nebenwirkungen aber auch lebensbedrohlich. Bis zur Anwendung ist es daher noch ein weiter Weg. Im nächsten Jahr will BioNTech nun eine sogenannte Phase-2-Studie durchführen. Dabei sollen Wirksamkeit und Dosierung weiter verbessert werden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.